17 Uhr. Hier ist der österreichische Rundfunk. Die Nachrichten. Innerparteiliche Diskussionen in der Bundesrepublik Deutschland zur Frage der Raketenstationierung. Sonderparteitag der SPD lehnt Raketenaufstellung ab. Die bayerische CSU spricht sich einstimmig für einen solchen Schritt aus. Verteidigungsminister Frischenschlager definiert die FPÖ als rechtsliberale Partei. Kann man das ausnahmsweise heute drehen? Ich kann mich nicht einfach darauf konzentrieren. Danke. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich werde einfach nicht gut daraus. Also ist diese Raketennachrüstung nun wirklich so notwendig oder ist sie also nicht notwendig? Ich konnte gar nicht richtig zuhören, weil mir der Ernst heute so nervös ist, schade, dass ja, das ist nur, der ist nervös, aber ich bitte dich, ich glaube nicht, wegen die Raketen nicht doch nervös ein bisschen ist. Na, zusammen, du? Aber wohl ganz bestimmt. Ja, wo ja. Also weißt du, das ist einfach nicht sein darf. Ja, ich glaube, es ist jetzt soweit. Ich hau ihn hinaus. Wirklich, jetzt hau ich ihn ernstlich bald hinaus. Du bist in einen sehr großen Gefallen, du. Und wieso? Du bist ja nichts anderes als weg von uns. Ja, und deshalb unterminiert er systematisch unser ganzes Familienleben. Ernstl, nur nicht zu übertreiben. Ja, so übertreiben? Ja, bitte, komm. Es sind Zerfallserscheinungen. Ja, setz dich ruhig hin, sanft den Zerfallserscheinungen. Und jetzt hör einmal zu. Ja. Der Tommy ist doch kein Terrorist. Ich meine, das, was der Tommy also machen will, meint uns eigentlich ganz was Normales. Ja. Ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass er reif wird. Du hast gesagt, dass er reif wird. Also ich übersetze Reifezeichen beim Tommy. Ja, die hat aber bisher sehr geschickt und außerordentlich gründlich verborgen. Ja. Sollte er überhaupt welche gehabt haben. Ja, bitte, die hat er aber nur vor dir verborgen, weil du bist zu nahe daran, du merkst das gar nicht. Ich meine, ich weiß zum Beispiel ganz genau, was der Tommy will. No? Weißt du aber mehr als wir, ja, lieber du Franz. Bitte, Franz, mach's nicht so spannend und sag uns jetzt endlich, was der Tommy will. Mein Gott. Er will das ganz normal. Er ist doch schließlich und endlich schon ein erwachsener Mensch. Er will also sein Leben selbst gestalten. Er will nicht mehr an eigenen Kittelfalten hängen. Er will eine eigene Wohnung. Er will also den Tag sich nach seinem Ermessen einteilen. Ja, das kann ich mir auch lebhaft vorstellen, dass er sich den Tag nach seinem Ermessen einteilen will. Aber ich kann mir auch vorstellen, wie das in der Praxis ausschauen wird. Franz, wieso hat er eigentlich dir das alles so genau erklärt? Das ist überhaupt kein Geheimnis. Vorigen Samstag, wo hier bei uns so der Teufel los war, wo ja, man also das nur, Tohu, wo man nur auf die Knie oder mehr in die Socken. Vergiss es. Also vorigen Samstag, da hat er mich dazu missbraucht als sein privates Telefonfräulein. Entschuldige bitte, was heißt das? Wieso du sein Telefonfräulein? Was heißt? Ja, sehr einfach. Er hat also eine Annonce aufgegeben gehabt in der Bezirkszeitung. Und da hat er also annonciert. Und da hat er annonciert, er sucht also gebrauchte Möbel. Und ob das nun seine Schuld war oder die Schuld der Zeitung, das weiß ich nicht. Jedenfalls stand fälschlicherweise unsere Telefonnummer drin. Ja, natürlich, weil nur die letzten beiden Ziffern sich unterscheiden von denen. Ja, sogar nur die allerletzten. Naja, gut. Aber bitte, ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, wie viele Leute in Wien gebrauchte Möbel abgeben wollen. Na, das ist ja interessant. Das ist ja hochinteressant. Verstehst du, jetzt ist unser Herr Sohn so weit, dass er Möbel sucht. Ich möchte nur wissen, wo er die aufstellen will. Ja, aber du, also das kann ich da beantworten. No? Ja, ganz einfach. In einer Garçonnière im 8. Bezirk. Das ist ja nicht aus der Welt. Das ist aber interessant, was du alles weißt, Franz. Naja, ich war ja gestern auch den ganzen Nachmittag mit ihm beisammen, bin mit ihm spazieren gegangen. Ach so, ja, das ist alles sehr fein, wirklich. Vor einer Stunde ist er... Da unten von uns ist aus der Wohnung hinaus gerast und er gebrüllt. Ich halte es nicht mehr aus. Warum? Warum? Aber immer wieder wegen der Biene. Ach, wegen der Telefon vielleicht wieder. Ja, es ist ja auch, wahnsinnig mit der Telefoniererleitung. Das ist wahrscheinlich das Alter. Da kannst du nichts machen. Aber du, er stürzt auf sie, verstehst du? Er reißt dir den Telefonhörer aus der Hand. Ja. Und na, wenn ich nicht ins Zimmer gekommen wäre, wie zwei Kampfhähne sind die zwei Kinder auf einmal. Früher war das doch nicht. Das ist auf einmal ist das ausgebrochen. Wenn ich nicht hineingekommen wäre, die hätten geraucht miteinander. So. Und weg war er. Ja, weg war er. Wie eine hysterische Diva hat er gebrüllt. Ja, das ist wirklich skandalös, wie der Pups sich benimmt. Skandalös. Ich rede nicht von mir, aber die Elfi hat sich das doch wirklich nicht verdient um den Buben. Alles, was er will, kriegt er.
Das verdankt er nur der Elfi. Die hat ja überhaupt eine solche Engelsgeduld mit diesem Buben. Nein, ich übertreibe nicht. Eine Engelsgeduld. Mehr kann ich nicht sagen. Moment. Also so eine Engel, wirklich? Hast du so eine Engelsgeduld? Also, da muss Engel ist vielleicht übertrieben. Nein, Geduld nein. Manchmal schon. Ah ja? Also da muss er mich sehr angelogen haben, der gute Tommy. Naja, weil der hat mir nämlich gesagt, dass er weder mit dir, liebe Elfi, noch mit dir, lieber Ernst, in aller Ruhe reden kann, sondern das Einzige, was ihr immer nur sagen könnt, besteht immer nur darin, dass ihr sagt, also du mach erst dein Studium fertig, dann werden wir schon sehen. Naja, und auf die Art und Weise kommt er natürlicherweise nie dazu, mit euch ernstlich reden zu können. Ja, ich verstehe schon. Das ist natürlicherweise ein Thema, das ihr nicht gerne hört. Nestflucht des Sohnes. Entschuldige bitte, das wäre ja auch nicht unpraktisch, wenn er sein Studium beenden würde, natürlich, oder? Aber du hör mal, ich kann mich erinnern, wie die Niki von euch ausgezogen ist. Da war sie auch nicht viel älter als der Tommy. Aber liebe Mama, ich bitte dich, wie kannst du die Niki und den Tommy in einem Atem nennen? So. Das sind doch zwei Welten. Die Niki war doch immer besonders reif und verständnisvoll und verantwortungsbewusst. Moment. Das war doch ein ganz anderes Stil, bitte, die Niki benommen hat. Bevor ihr da weiterschwärmt, also ich meine, ich glaube, ich träume. Wieso träumst du? Nur entschuldige schließlich und endlich, also vor Tische las man es anders. Ich habe nie Schwierigkeiten gehabt mit der Niki. Bitte vielleicht. Das muss man so eingebildet haben. Moment, mit der Dolmetscherprüfung, wie oft habe ich mir anhören müssen, nicht wahr? Wann wird das Kind endlich diese Prüfung machen und nie macht sie die Prüfung und wir werden das überhaupt nicht erleben mit der Prüfung. Nein, aber bitte, die Niki hat immer einen anderen Ton gehabt. Und was war mit Herrn Windeck? Was? Da habt ihr euch auch nie aufregen brauchen. Es war einfach ein anderer Stil. Es war nicht in dieser Art. Ja, da hast du vollkommen recht. Also wirklich, die Art, wie sich der Tommy aufführt, also das hat es bei der Niki nie gegeben. Nein, die war immer vollkommen ruhig und diskret. Nicht dieses Herumgebrülle wie ein Berserker, verstehst du? Wenn dem Tom irgendetwas nicht mehr... Ich finde jetzt das komisch. Mag ich wenig. Du entschuldige, Ernst, aber der Tommy hat doch von dir dieses etwas, entschuldige vielmals, cholerische Temperament geerbt. Du hast doch deine Wünsche nicht immer pianissimo vorgetragen. Also, das musst du schon zugeben. Bitte entschuldige, das steht doch hier wirklich nicht zur Debatte. Warum nicht? Nein, das steht nicht zur Debatte. Es geht ja doch nicht um mich. Es geht ja um den Tommy. Also, bitte bleiben wir sachlich. Ja, mein Sohn. Aber bleiben wir doch sachlich. Mein Sohn, der Tommy möchte in eine Wohnung ziehen, die ich nicht zu kaufen brauche, für die ich nur die Miete zu bezahlen habe. Und nebst einem saftigen Zuschuss für seinen Lebensunterhalt, er kann sich ja nicht selber unterhalten, erhalten, nicht wahr? Das kann man nicht von ihm verlangen. Er verdient ja noch nichts. Er ist ja noch Student. Mit wechselndem Erfolg. Ja, aber bitte tut's euch nichts an. Der will sich das selber finanzieren. Aber natürlicherweise hat er so die Chance, das machen will. Noch sehr einfach, er hat die Chance. Er kriegt einen Halbtagsjob, hat er mir erzählt, bei einem Anwalt. Bei Herrn Dr. Zwicker, glaube ich, heißt der. Und bei diesem Dr. Zwicker ist er halbtags tätig. Das ist obendrein noch sehr günstig, weil er wieder sozusagen gleich für die eigene Praxis etwas lernen können. Aha. Also ich finde das gar nicht so dumm. Was heißt nicht dumm, Kinder? Das ist doch fabelhaft. Also dagegen, Frau Kante, könnt ihr unmöglich etwas haben. Ich fange schon an zu stottern vor Aufregung. So gut finde ich das, was der Tommy da macht. Ja, das ist sehr gut. Ich will das auch verstehen. Aber das gibt's doch nicht, dass wir davon nichts wissen, dass er mit uns nicht drüber redet. Ja, ist schon gut. Regt ihr nicht auf. Ich finde es gut. Natürlich, also einen kleinen Zuschuss, bitteschön. Einen kleinen Zuschuss wird er schon brauchen. Nicht? Aber das ist also sicherlich kein Eckhaus. Und dann, Gottes Willen, also die Möbel, gut, die Möbel wird auch eine Kleinigkeit kosten, aber wird auch nicht so 7.000, 8.000 Schilling. Bitte, da hat er mich gebeten, ich soll mit euch darüber reden, dass er die wenigstens sozusagen also als Vorschuss bekommt. Nicht wahr? Er will alles, will er mit der Zeit dann, wenn auch in Raten, zurückzahlen. Oh Gott, und diese Gassonnière, also ich bitte dich, die ist wirklich also sehr preisgünstig. Also sein Anteil ist 700 Schilling. Anteil? Was heißt Anteil? Wer teilt mit ihm? Ja, habe ich euch das noch nicht erzählt? Nein, das sag schon. Ach so, wenn ich auch gesagt habe, Gassonnière, stimmt auch nicht ganz. Es ist eher so eine Art Kleinwohnung, sind so zwei nette kleine Zimmer mit einem Gang und Bad, WC und was man halt so in einer Wohnung braucht. Und die teilt er dann mit einer Studienkollegin. Was?
Bitte. Moment. Ja? Hast du jetzt Kollegin gesagt? Ja. Das ist doch nicht möglich. Aber du, sicher ist das möglich. Du, ich hab dich schon gesehen. Ich war gestern Nachmittag, ist sie mit uns ein bisschen spazieren gegangen, haben uns auch die Wohnung angeschaut. Also, ich muss sagen, es ist ein reizendes Mädchen. Das ist auch eine Jus-Studentin. Sag es mir. Ja, was soll ich dir sagen? Sag es mir schonungslos mitten ins Gesicht. No? Er ist bereits verheiratet, was? Jetzt, du lachst es so. Jetzt möchte ich ihn fotografieren, unser ja. Ernst. Das ist ein Ernst. Bild für Götter. Aber Ernst, ich bitte dich, das ist ja no? ganz anders als das ist du. Ganz anders. Wie anders, bitte? Wie? Schau. Das ist doch heute selbstverständlich. Ich meine, heute lernt der Bursche ein Mädchen kennen, er zieht mit ihr zusammen in eine Wohnung und sie leben ein paar Monate miteinander. Vielleicht ein Jahr oder so, und dann nimmt er sich wieder andere. Aber lasst euch doch das erklären. Also das sind zwei junge Leute, die sich, glaube ich, ganz gut verstehen und so mögen und so weiter. Gut, sie haben dieselben Interessen, sind beide sehr schwach in Jus, müssen also viel nachholen. Wenig Geld haben sie auch. Das ist auch nicht gut. Es wäre besser, er hätte eine Kollegin, die schon... Nein, das finde ich nicht. Weil jetzt müssen es beide lernen. Das ist ja viel besser so. Aber ganz abgesehen davon, na, das ist ganz einfach dasselbe Modell, wie wir es ja hier im Haus haben, vis-à-vis bei uns. Nur die Wohnungsgemeinschaft. Wohnungsgemeinschaft. Aber die wären ja dann, also der Tommy und seine Partnerin, seine Untermieterin oder wie immer. Ein Mitmieterin. Mitmieterin. Seine Mitmieterin. Die wären ja zu zweit. Die wären ja dann zu zweit. Nicht eine Gemeinschaft. Zu zweit, verstehst du? Gelegenheit macht Liebe. Ja, wir kennen diese Sprichworte. Ja. Aber ihr habt eben keine Ahnung von der heutigen Jugend. Ihr seid da sehr schlecht informiert. Aber du weißt alles. Ich bin sehr froh, dass du gut informiert bist, Franz. Man wird ja so missverstanden. Es ist ja, ihr glaubt immer, man ist dagegen, dass sie sich ihr eigenes Leben. Das ist doch überhaupt nicht wahr. Aber diese Kontaktlosigkeit, die da auf einmal eine Wand, verstehst du, ist auf einmal da. Und das ist ihnen nämlich ganz praktisch zu sagen, sie können sich nicht mit uns verständigen. Ja, sicher. Ich weiß es leider aus eigener Erfahrung. Ja? Ich bin, wie ich damals von zu Hause weg bin, auch mit größeren Schwierigkeiten. Das ist und meine Mutter war wirklich nicht so zu mir, wie ich das Gefühl gehabt habe, dass sie sein müsste. Und ich habe mir damals vorgenommen, wenn ich einmal Kinder habe, mir kann das nicht passieren. Und ich habe mich die ganze Zeit so bemüht. Ja, das nützt leider nicht. Und jetzt komme ich selber drauf, dass er hat ein Mädchen, ich erfahre es durch euch. Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, es muss ein Naturgesetz sein, dass es immer so sein muss. Ja, du hast irgendwie sehr recht. Weißt, Elfi, das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Ja. In der Theorie hat sich das alles sehr schön an. Wenn man dann in der Praxis dazukommt, ist es nicht mehr so angenehm. Aber weißt du, solltest dich überhaupt gar nicht so sehr über die Sachen aufregen. Weißt du, ich glaube wirklich, wenn einmal der Tommy und die Nike Kinder haben werden, dann glaube ich, werden die sich mit euch aussprechen und nicht mit ihren Eltern. Es wird wieder das Ja, ja. Die Niki und der Tommy werden genau das Gleiche erleben, denn deren Kinder werden dann zu euch, liebe Großeltern, gehen. Ja, ich hoffe, dass sie uns dann noch haben. Nun ja, was soll sie denn nicht haben? Uns haben sie auch. Aber das ist ganz schön. Ich hab's das Gute, Cholera, Cholera, Cholera. Ja, grüß Gott, Herr Heinz. Aber lieber Heinz, kommen Sie doch weiter. Ich trau dem Frieden nicht zurecht. Darf ich Ihnen nur sagen, seit unserer letzten Begegnung, nicht, da muss ich mir links die Zähne putzen, weil das rechte Schlüsselbein immer noch knirscht, wenn ich versuche, die Hand in die... Knirscht? Ah, das tut mir aber sehr leid, Herr Heinz. Aber sonst bin ich doch immer sehr lieb zu Ihnen, ne? Sehr lieb, wenn Sie nicht versuchen, mich in meine Bestandteile zuzulegen. Was ist? Haben Sie schon den schwarzen Gürtel oder... Ach, Karate schon aufgegeben. Karate habe ich aufgegeben. Es ist eigentlich sehr unweiblich. Ganz hören Sie auf, das ist doch sehr unweiblich. Ich wende mich jetzt doch lieber anderen Seiten zu Interessanten. Das ist eine wunderbare Idee. Ich bin Ihnen wirklich besonders dankbar dafür. Sagen Sie, liebe Frau Sokol, ist mein geschätzter... Sagen Sie Sokol, ich heiße Sokol. Sokol, also gut, Frau Sokol, ist mein geschätzter Zompagno vielleicht Zompagno. Zugegen? Ja, der ist zugegen, aber der hat einen Grant, kann ich Ihnen sagen. Sie, wenn Sie auch so einen Grant haben, das wird ein klasse Nachmittag, tanzen ein bisschen auf hätten. Ja, also das, was ich ihm jetzt sagen werde, er wird sich zerwurzeln, sage ich Ihnen, Frau Sokol. Das ist Sokol. Eben. Also,
Ja, aber ja, schönen guten. Ah, ja. Servus. Das ist die Störung. Sie können mit uns eine Tasse Kaffee. Küss die Hand. Liebe Elfi. Auf die Nicke, glaube ich, werden wir nicht warten. Und auf den Guido. Ja, bitte, Sie werden auch auf uns nicht warten können, weil nämlich ich muss leider den Ernst und mich selbst auch entführen. Was ist los? Sag mal, was ist schon wieder passiert? Bitte komm, jetzt pudel dich wieder herum, da reg dich nicht so auf. Ich reg mich nicht auf, doch, aber... Doch, ich sag immer kleinen roten Blut, ich werde der Schlag treffen. Na, Kunststück roter Blut, hast du so ein Gespräch, wie wir es jetzt geführt haben, das hättest du dir müssen ahnen. Ja, also Herr Windig, machen wir's kurz. Also was haben Sie für eine Hiobsbotschaft? Also es ist gar nicht so hiobisch, wie man glauben würde, sondern... Ich habe Angst, weil der regt sich immer so... Nein, also, ich drehe mich um, damit er mich nicht anschauen muss. Sie haben uns im Geschäft, allem Anschein nach, die kleine rote Handkasse, dem im roten Deckel, ja, die haben Sie uns gefladert. Nein. Also entwendet. Ach, nicht, du das ist nicht wahr. Aber es ist nicht so schlimm, es sind also 3000 Schilling drin. Also, ich meine, das wird nicht einmal unsere Pimperlfirma nicht ins Schleudern bringen. Oh, Pimperlfirma, nein, das wird es nicht. Aber sag mir, bist du sicher, dass sonst nichts entwendet absolut worden ist? Und wie bist du überhaupt draufgekommen, dass die Handkasse weg ist? Jetzt der Hudel nicht alles der Reihe nach. Also du, wie du weißt, also, wie bist du das Geld von der Woche haben wir gestern noch auf die Bank getragen, die heutige, leider etwas magere Tageslosung. Also, naja, die Leute kaufen offenbar keine Birken. Ist aber im Wandsafe sicher verstaut und... Auf das Fehlen der Handkasse bin ich ja überhaupt nur durch mein außergewöhnliches Pflichtbewusstsein draufgekommen, weil ich unbedingt noch heute Nachmittag auf die Hauptpost fahren wollte und die Briefe, was ich gesagt habe, aufgeben wollte. Krass. Und die Briefmarken befinden sich in der Handkasse. Ja. Und ich immer. Wollte immer die Briefmarken holen, keine Briefmarken, weil keine Handkasse. Ja. Also, Herr Windig, sagen Sie, eine Handkasse, das ist doch was sehr Kleines. Kleines. Mit der Möglichkeit, haben Sie nicht gerechnet, dass sich die irgendwo verschlafen hat? Selbstverständlich habe ich damit gerechnet, dass die sich verschlafen hat, aber als gewiegter Fernsehkrimi-Zuschauer weiß ich ja genau, wie man so einen Lokalaugenschein vornimmt und so eine Wohnung, oder in unserem Fall halt nicht das Büro, das durchkämmt. Ja. Und sie ist schlicht und einfach nicht da. Es sind, die Schlösser sind unversehrt und alles, was fehlt, ist die Handkasse. Du, pass auf, apropos durchkämmen. Und was ist mit unseren Autografen und was ist mit den paar Erstausgaben, die wir haben? Ich sage es dir, pudel dich nicht auf. Es ist alles da. Es fehlt nichts anderes, aufpudel, wenn ich als was die Handkasse mit dem... Heinz, jetzt, entschuldigen Sie. Sie glauben also wirklich, dass der Dieb ganz normal in dieses Büro reingegangen ist, hat aufgeschlossen, hat die Kasse mitgenommen und hat dann wieder alles zugesperrt. Ein artiger Dieb. Na, aber glaube ich. Na, wer hat mir denn noch einen Schlüssel aus euch? Also uns, die Brauner, die Sekretärin, aber die ist über jeden Zweifel erhaben. Ja, natürlich, das ist überhaupt kein... Also, trotz allem... Wir fahren jetzt ins Büro und wir schauen uns die Sache gemeinsam noch einmal an. Ich habe jedes Winkel, aber bitte, wenn du glaubst, dass wir auch, das ist unsere Schatzkiste. Aber lassen Sie ihn, so ist er eben. Gott sei Dank bin ich so. Vier Augen sehen im Meer als zwei. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, dass ich euch den lieben Heinz jetzt entführe und mich gleichzeitig mit. Aber wir rufen euch dann. Reden Sie ihn mir nicht wieder auf. Nein, wir gehen viereigig suchen und vielleicht wird sich sicher finden. Dann wieder schön. Schönen Nachmittag. Ja, Sachen können ja nicht verschwinden. Es ist wirklich lustig, was? Na ja. Wirklich, also für Unterhaltung ist immer gesorgt für uns. Will in meinen Kopf nicht hineingehen, dass diese Kasse gestohlen ist. Naja, und außerdem, also bitte, Herrn Windig in Ehren, aber Synonym für Ordnungsliebe ist er ja auch nicht gerade. Naja, also gute 3000 Schilling, die werden schon verkraften. Hm. Nein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in dieser kleinen Belegschaft, in diesem Geschäft, dass da ein Dieb drunter sein soll, Kinder. Das kann ich mir nicht denken. Naja, das müsste ja auch ein sehr primitiver Mensch sein. Ja. Wieso, was meinst du? Wieso? Nun gut, aber du entschuldigen, nur ein primitiver Mensch wird wegen 2.000-3.000 Schilling riskieren, dass er eingesperrt wird. Genau, ein paar dumme Lauser müssen das gewesen sein. Ja, Buben. Ja. Was ist denn? Wieso, was ist denn? Elfi, na was hast denn? Nein, entschuldige. Nein, mir ist da jetzt nur so was. Was ist blöd? Nein, bitte. Was ist nein, blöd? So rede doch, bitte. Der ist mir nur der Reserveschlüssel. Ist mir. Der, wo ist der Reserveschlüssel? In unserer Wohnung ist doch ein Reserveschlüssel. Na und? Der,
Nichts. Na komm, nein. Bitte, nein, also, jetzt hast du begonnen, jetzt kannst du nicht sagen, nein, nichts. Nein, das ist ein Gedanke, den ihr nicht von mir verlangen könnt, dass ich ihn überhaupt ausspreche. Na, wir verlangen es aber, also ja, er ist nicht komm. Anfangen, also was los? Es ist doch mit den Kindern, sie sind doch heute wirklich schon so, dass man kommt ja gar nicht mehr mit den Gedanken der Kinder. Man kann ja. Du denkst an Tommy. Nein, aber sie tun doch heute Sachen, die man überhaupt nicht mehr berechnen kann. Ich weiß doch nicht, ob der Tommy, wenn er das mit der Wohnung und das, was du alles erzählt hast, das mit dem Mädchen und wer weiß, was doch dem. Aber kein Wort, ich bitte dich, denk da nicht dran. Jetzt bremst dich doch ein. Komm, aber du, hör auf, glaubst du nicht im Ernst, dass der Tommy so blöd und so primitiv ist, dass er sich da aus Wut oder aus Ärger oder was weiß ich, nein, entschuldige, ich glaube das ja auch nicht im Ernst. Es ist mir nur der Gedanke so durch den Kopf gegangen. Das siehst du, wie fertig ich bereits bin, wie am Ende mit meinen Nerven, dass mir sowas überhaupt einfällt. Ja, du, sie ist wirklich so fertig. Vielleicht, ja. Also jetzt braucht man einen Kaffee. Moment. Aber du, bevor du an diese Kaffeegeschichte herangehst, ja. Wie ist denn heute die Sokol beieinander? Sokol, prima, wunderbar. Ja? Warum? Ja. Nein, ich möchte nicht gerne riskieren, dass uns vielleicht das letzte Mal uns einmal Salz in den Kaffee geworfen, dass uns heute nicht vielleicht auf. Pfeffer in den Kaffee bitte, wird. Kannst du es nicht einmal vergessen, so ja, einen Fauxpas? Der ist schon. Frau Sokol, Sie haben außerdem vollkommen recht. Mir geht schon viel besser. Mein Kopf ist fast ganz weg. Ich glaube, ich brauche gar kein Pulver mehr. Ich hab dir gleich gesagt, das war der leere Magen. Ja. Und dieses fürchterliche Kind. Ja. Ich meine, der Bub ist zwar wirklich sehr lieb, aber wirklich auch nervenzerfetzend. Glauben Sie mir das. Auf alle Fälle wirklich recht herzlichen Dank, Frau Sokol. Ich glaube, jetzt halt es wieder bei aus da drin. Sag mal, wie habt ihr euch denn das angetan schon wieder mit dem Doktor, den Namen merke ich mir nicht, und dem Kind? Warum denn? Von anderen kann überhaupt keine Rede sein. Die Niki steht heute Nachmittag wieder plötzlich samt Dr. Kröner und Anhang vor der Tür. Ja, und eingeladen, naja, mehr oder weniger. Der Josef in seiner Verzweiflung vorige Woche hat dem Bum halt versprochen, er darf einmal mit seiner Autobahn spielen. Ja, und dass so ein kleiner Bub ein Gedächtnis hat wie ein Elefant, ja, das haben alle miteinander nicht gewusst. Ja, der hat aber auch ganz gesunde Lungen, ja. Muss ich sagen. Ich hab zuerst vorhin geglaubt, die Frau Neuberger hat wieder eine übersinnliche Begegnung dabei. War das euer lieber Gast, der ja, so brüht hat? War er. Jetzt wissen Sie auch, woher mein Kopf wegkommt. Ja, das ist wahr. Aber jetzt werde ich meinen ausgeruhten Kopf anstrengen und mir überlegen, wie ich die drei auf schnellstem Weg zu Ihnen herüberlots. Also das ist eine Gemeinheit. So danken Sie mir, dass ich Sie mit herrlichen Wurstbrotfedern tue. Ja, Frau Sokol, Sie wollen ja so gern wissen, wie der Dr. Kröner ausschaut. Ja, das schon. Aber das Kind habe ich schon gehört, das brauche ich nicht in der Nähe sehen. Was kriege ich denn, wann ich die zwei ohne dem Kind herüberschicke? Das ist eine glatte Erpressung. Na ja, vielleicht ein Stückchen von dem da. Hm? Ein großes? Ja, großes. Ja, dann können wir drüber reden. Sagen Sie, glauben Sie, dass der Doktor dem Fräulein Niki gefällt? Ich weiß nicht. Ja, was Besonderes ist mir nicht aufgefallen. Ja, Sie kennt ihn aus New York. Ja. Ja, und viel reden können sie jetzt nicht miteinander. Ja, wieso denn nicht? Ja, die Niki liegt im Vorzimmer am Fußboden, am Bauch und bedient die Tankstelle. Er ist mit dem Teufelsbraten im Wohnzimmer beim Ziel und ich muss im Kabinett bicken und die Autos starten. Ja, können Sie sich das vorstellen? Aber jetzt muss ich gehen, weil der Josef ist wahrscheinlich schon fürchterlich angefressen, weil ich da tratsch und ihm nicht hilf. Aber Frau Sokol, Wiederschauen. Und Wiederschauen. Meinen Lohn hole ich mir später. Jawohl. Frau Sokol, ja? Also mein Sohn ist mit Herrn Windeck ins Büro gegangen und wir warten jetzt nicht mehr länger. Jetzt wollen wir den Kaffee trinken. Jö, ist das ein schöner Kuhhüpf geworden. Ja. Fabelhaft. Also jetzt, glaube ich, müssen wir doch auf die Niki warten. Na, das wird allerdings eine Weile dauern. Wieso wissen Sie das? Na, weil das Fräulein Michi war gerade herüben und die hat erzählt, die Niki liegt am Bauch drüben und spielt mit der Autobahn. Was macht sie bitte? Ich geh schon aufmachen. Die Niki liegt am Bauch und spielt mit der Autobahn. Aha. Ja. Grüß Gott.
Herr Guido. Grüß Gott, verehrte Chefin dieses Haushaltes. Ich begrüße Sie auf das Herzen. Sie ist lieb, halten Sie mir das einen Moment, ja? Ich lege nur ab. Legen Sie ab, wie geht's Ihnen, Herr Guido? Danke, es hat einen Faden draußen. Aber es geht mir verhältnismäßig ganz gut. Dank der lieben Nachbarn. Ja, sagen Sie, Sie schauen ja ganz verändert aus, aber sehr fesch. Sehr gut. Also von heute an werde ich Sie nur mehr Beauty nennen. Na gut, also, Sie führen einen Schmäh mit mir, ich schaue aus wie immer. Was heißt Schmäh? Ich will ja nichts von Ihnen. Ne? Glauben Sie, ich muss wegen einer Jausen einen Schmäh machen? Nein. Außerdem bringe ich was. Ja, haben Sie mir das mitgebracht, so als kleinen Zuschuss vor Weihnachten? Das ist aber lieb von Ihnen. Nein, nein. Nein, leider. Ja. Es ist schon was drin. Es klingt. Ja. Leider nein. Liebe Beauty, die kann ich Ihnen nicht geben. Die gehört meinem Neveu. Das heißt immer, gehört sie der Firma. Ich habe nur ein neues Schloss drauf montiert. Haben Sie gemacht? Ja, haben Sie aber gemacht. Sehr schön gemacht. Nein, aber danke, leider, danke. Der Herzl ist nicht da. Ist nicht da, nur irgendwer wird sich schon finden, dem ich Sie anvertrauen kann. Auf Wiederschauen dabei. Auf Wiederschauen dabei. Und vergessen Sie mich in der Zwischenzeit. Wie könnte ich, Herr Gut. Papa, servus. Meine Verehrung, die Herrschaft. Oh, ja, ja, grüß dich, Herr Lieber, servus. Last but not least, auch deine Hand will ich gerne servus drücken. Gut, aber was ist das für eine Kasse? Das ist eine Frage, die gehört dem Ernstl. Was? Die mehr der Firma. Na, was machst du mit der Kasse? Machen? Was soll ich mit der Kasse machen? Dran gemacht habe ich was. Ein neues Schloss. Obwohl ich ein gelernter Uhrmacher bin, verstehe ich mich auch auf die Schlosserei. Hm. Da, also, schaut's. Bitte, wer hat denn das bestellt? Bestellt hat das niemand. Aber die Fesche, neue, die jetzt beim Ernstl im Büro sitzt. Die hat das von dir verlangt? Warum? Was? Sind wir bei der Inquisition? Also, bitte. Also, dass ich euch erzähle. Am Freitag, also gestern Abend, war ich beim Ernst im Geschäft, bei deinem geschätzten Gatten, weil ich mich von ihm beraten lassen wollte. Ich brauche nämlich ein Buch. Der Eder hat übermorgen Geburtstag. Na, ihr kennt ihn ja. Also, der Eder wird 70. Aber geht der auch? Ich hab geglaubt, der Heinz Konrads wird 70. Jetzt hört's auf, es ist doch ganz wurscht, wer 70 wird, ob das jetzt der Konrads oder der Edlinger ist. Wir wollen Ederer, bitte. Ederer, ja, ich bitte dich, uns interessiert nur eines, diese Kassa, bitte. Guido. Geduld, Geduld, ich lasse mich von euch nicht hetzen. Also, dass ich euch erzähle. Im Geschäft war niemand, nur die Neue. Du, Franz, hast du die Schau angeschaut? Nein, ist die sehenswert? Na, hörst du. Du, ich sage dir, wenn du die... Ich verstehe das eigentlich nicht, dass ein solches Geschöpf in einer Buchhandlung sitzt oder in einem Büro. No, das ist eine Schönheit. Eine Beauty. No. Ja, die gehört zum Film. Oder auf den Lauf steht. Na ja, vielleicht wollen die beiden also mit ihr den Umsatz heben. Ja, blöd, deinig Spaß. Also, die Neue, die war derartig verzweifelt, weil sie den Kassaschlüssel verloren hat. Ne? Also, ich habe ihr geholfen, ihn zu suchen. Nirgends war der Schlüssel. Und dabei hat sie eine solche Angst gehabt vor ihren Chefs. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also, ich habe mich ihrer erbarmt und habe ihr versprochen, das in Ordnung zu bringen. Ich nehme die Kasse mit nach Haus und halt in aller Früh, bevor noch der Hahn gekräht hat, habe ich mich damit bemüht. Und was habe ich gemacht? Ich habe ein neues Schloss darauf gemacht. Meine Herrscher! Jawohl. Und jetzt? Elfi, da sind die Schlüssel. Ein neues Schloss habe ich drauf montiert. Das war ja eine. Das funktioniert auch? No, ein Moment. Sag mal. Ein Moment. Guido. Oh, aha. Na, was sagt sie jetzt? Das ist ein Schlüssel, das ist der zweite Schlüssel. Der bist lieb, gell, gibst ihn dem Ernstl, nicht wahr? Er soll ihn aufheben, und zwar gut aufheben, wenn wieder so ein Malheur passiert. Guido. Entschuldigt bitte, aber ich muss das jetzt sofort dem Ernst sagen. Ja, lauf. Ist die krank? Die küsst jetzt schon die Schlüssel? Ja, sie ist heute bloß durcheinander. Ja, die Elfi, muss ich sagen, wird von Tag zu Tag nervöser. Ja, es ist kein Wunder. Ja, weißt du, wo der Windeck mit dem Ernstl jetzt hingegangen sind? Gerade vor 2 Minuten ins Büro, weil sie nämlich einen Einbruch vermuten wegen dieser blöden Kasse. Ah, jetzt wegen der Handkasse da? Natürlich. Ja, du, ich bitte dich, also irgendein bisschen Geld ist auf jeden Fall drinnen. Ja. Moment, jetzt, Leute, also das ist sicher der Ernst und der Heinz. Du, so bitte, wenn du es ihnen wieder erzählen willst, mach eine Kurzfassung, weil wir kennen sie ja schon. Ich erzähle es ihnen, ich muss sie dir ja erzählen. Ja, die werden Augen machen. Ach, schnell, weißt du, so, also, bitte.
das ist aber fein. Guten Tag, dass du sie wieder einmal sehen. Ja, jetzt dafür umso öfter, Frau Sokolt. Ja? Das ist ein Bekannter von mir aus New York, der Dr. Kröner. Und das ist die berühmte Frau Sokolt. Ja, die schaut bei uns jeden Samstag, dass alles in Ordnung ist und dass keiner von uns vom Fleische fällt. Oh, ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ich freue mich auch. Ich freue mich Frau Sokolt, sind schon alle da? Nicht ganz. Der Herr, der Papa und der Herr Heinz sind wieder fortgegangen. Ich habe eine irrsinnige Bitte an Sie. Ja, was denn? Es ist so, ich lüge zwar höchst ungern, aber heute fürchte ich, wird es sich nicht vermeiden lassen. Das würden die Großeltern nicht verstehen, wenn ich nur so kurz bleibe. Aber wir müssen in spätestens einer halben Stunde müssen wir weg. Das ist wegen dem David, das ist der Sohn vom Dr. Kröner. Ja, den habe ich schon gehört. Ich meine, ich habe schon von ihm gehört, ja. Ich habe ihm nämlich versprochen, dass ich ihm noch eine Geschichte vorlesen werde und dass ich ihn ins Bett lege. Ja, und er freut sich schon sehr darauf. Ja. Ja, na, momentan ist er noch drüben bei der Michi und beim Josef spielt mit der Autobahn, aber ich glaube, er war schon ein bisschen grantig, gell, wie wir weggegangen sind. Weil er übermüdet ist, ganz einfach übermüdet. Ja, natürlich. Drum, Frau Sokolt, bitte, in spätestens einer halben Stunde gehen Sie rein, holen mich raus, sagen, dass der David furchtbar weint und dass er nach mir verlangt, ja? Das mache ich, weil Sie können sich auf mich verlassen. Wie ein Wirbelwind stürzt sich hinein und holt Sie dort heraus. Prima. Ja? Bitte kommen Sie rein. Danke. Wiedersehen. Ja, kannst du beten. Ja, aber wieso? Das ist ja nicht der Erste. Da kommt der aber gerade zur richtigen Zeit. Der trinkt nämlich gerade Kaffee. Ah ja, das ist der Dr. Kröner. Ah, freut mich sehr. Aus New York. Aus New York. Freut mich. Ich freue mich auch richtig, Sie begrüßen zu lassen. Ja, ich bitte dich, jetzt bist du dran. Geh du ans Telefon. Ja, aber Franz, ich bitte dich, mach's kurz. Gut. Bitte nehmen Sie Platz, vielleicht dort. Ein abgebrochtes Eisen. Ein Kaffee. Ach, ich muss ja was holen. Entschuldige. Frau Sokolt, jetzt ist der Moment gekommen. Jetzt möchte ich dieses wunderbare Kuckuck. Jawohl. So, danke schön, meine Herrschaften. Extra für euch. Schaut euch das an. Toll. So, das ist wunderbar. Genannt so. Ein Kugelhupf, die jawohl. Krone der Schöpfung. Ja. Niki, weißt du, wie lang das ist, dass wir zwei uns nicht gesehen haben? 4 Monate. Also wenn du mir jetzt in der Zwischenzeit erzählst, wie du deine Tage verbracht hast, dann leider muss ich sagen, Hilla, dann müssen wir zum Abendessen da bleiben. Ja, ich bin ja sowieso darauf vorbereitet, du wirst lachen, ja. Und Herr Doktor, Sie sind auch sehr herzlich eingeladen. Das ist sehr lieb, gnädige Frau, ich habe nur ein Problem. Ja? Ja, mein Sohn. Na und? Er ist noch keine 3 Jahre alt. Ach so. Ja, ich weiß, die Niki hat mir ja schon viel von Ihnen und von Ihrem Sohn erzählt. Sie sind sozusagen Vater und Mutter in einer Person. Ja, das stimmt. Und ich bin's gerne, nur mit meiner Freizeit schaut's dadurch eher trüb aus. Ja, meistens bin ich am Abend auch zu müde. David kann einen ganz schönen Atem halten. Ja. Ich habe eine Frage. Sie nehmen es nicht übel, nicht, dass ich neugierig bin. Haben Sie auch, Herr Doktor, einen Beruf? Oder sind Sie nur, wie man so sagt, eine männliche Hausfrau? Nein, ich bin kein Hausmann. Leider. Ja, ich wäre es ganz gerne. Ich arbeite zurzeit im Außenamt und da fange ich in der Früh um 9 Uhr an und da geht das einigermaßen. Und was ist denn nach 9? Um Gottes Willen, wer kümmert sich da? Da kommt meine Schwägerin. Und kümmert sich um das Kind? Sie kümmert sich um meinen Sohn und sie studiert noch und kann sich also vorläufig wirklich noch sehr intensiv um ihn kümmern. Mhm. Und er hat sie auch sehr lieb. Mhm. Sie gehen zusammen spazieren, dann essen sie gemeinsam zu Mittag, dann legt sie ihn hin zu seinem Mittagsschläfchen. Er schläft gern. Aber nur wenn er will. Wenn er will, lässt er sich dann hinlegen zum Mittagsschläfchen. Und dadurch, dass ich also keine Mittagspause mache, also durcharbeite, da klappt das alles einigermaßen. Da komme ich früher nach Hause. Und den Abend verbringe ich immer mit meinen Buben. Na, das ist ja fein. Da gehen Sie nie am Abend aus? Sehr selten. Also David würde ich, also ich würde ihn einfach nie allein lassen. Ja, und wenn ich meine Schwägerin schon tagsüber so wirklich strapaziere, möchte ich sie nicht am Abend auch noch über Gebühr einsetzen. Das ist verständlich. Außerdem, David liebt es überhaupt nicht, wenn ich am Abend weggehe. Der Dr. Kröner ist die beste Mutter, entschuldige, die ich kenne, wirklich wahr. Also ich finde, er hat doch vollkommen recht. Weil die ersten 6 Lebensjahre sind die entscheidenden für ein Kind. Ja. Wenn er da keine Bezugsperson hat, dann kann er Schwierigkeiten haben im Leben. Wenn eine Mutter ist, die Bezugsperson ist ja meistens die Mutter, ne? Ja, ob das die Mutter oder der Vater ist, ist ganz sekundär. Ja. Wichtig ist nur, dass es eine Person ist, von der sich das Kind geliebt fühlt und auch bei der es sich auch geborgen fühlt. Ja, es braucht einfach einen Fels in der Brandung der vielen Eindrücke, gerade im ersten Lebensjahr, die es da zu verarbeiten. Oh, das hast du aber schön gesagt. Ja, hast du deinen Beruf gewechselt? Ja. Du redest ja, wie wenn du Kinderpsychologie studiert hättest. Na ja, fast. Ein Intensivkurs. David heißt er. David heißt er. David, ja. Also,
Ich möchte aber sehr gern Ihren Sohn auch kennenlernen. Wo ist er denn jetzt im Moment? Jetzt im Moment ist er drüben beim Josef und bei der Michi spielt mit der Autobahn. Na und wie wär's, wenn er genug gespielt hat, wenn du ihn dann rüberbringen würdest? Das wäre doch schön, oder? Ja, das wäre wirklich schön. Also, mach doch. Nein, das glaube ich ist nicht so. Das ist sehr lieb, aber wissen Sie, meine Erziehungsmethode ist, oder wie soll ich das sagen, basiert. Antiautoritär? Nein, der David ist nicht gerade das, was man ein braves Kind nennt. Das ist, glaube ich, besser, wenn ihr ihn im Park kennenlernt. Oder weil, weil hier, es ist alles so schön mit dem Meißner Porzellan. Drüben brauchst du diese Ängste nicht haben, weil die haben alles wieder robust. Herr Niki, Fräulein Doktor! Was ist denn? Es ist ja wurscht. Sie müssen sofort hinüber in die Wohnung von den Jungen. Mein Gott, das... Warum? Der Bär ist los. Der Kleine nämlich, der klopft ein Loch in die Mauer, weil der braucht ein Tunnel für seine Autobahn. Der schlamperte Josef hat den Werkzeugkasten stehen lassen. Und der Kleine hat einen Hammer erwischt. Bitte gehen Sie, weil sonst müssen Sie denen eine neue Wohnungseinrichtung kaufen. Also so schlimm wird es schon nicht sein. Schauen wir halt dann hinüber, ne? Ein munteres Kind. Aber bitte Kinder, kommen Sie. Gut, aber du vergiss nicht und bring ihn dann mit, denke ich. Wir laufen ihn aus. Jawohl. Sag ihm das mit dem Buch. Bis später. Macht er ein Loch in dem Mauer. Das war ja Burgtheater. Was soll ich? Ich habe gesagt, eine halbe Stunde. Das waren ja nicht einmal 10 Minuten. Also, ich glaube, ich habe einen Witz gemacht. Oh nein, haben Sie es nicht leiten können? Wir hätten uns gar nichts ausmachen brauchen. Ja. Sie, der Kleine, der will wirklich die Wohnung zerlegen. Wirklich? Dummen Sie mir, sonst legt er die Wände um. Ein sympathischer junger Mann. Ja, und diese Beziehung zu dem Kind, das ist also, hat etwas so Rührendes an sich, ne? Ja. So. Na, Franz? Na, wo sind denn die zwei? Das war aber ein kurzer Besuch. Man könnte aber auch sagen, es war ein langes Telefongespräch. Oder ich glaube, es waren sogar zwei, was ich so ungefähr daneben gehört habe. Ja, es waren zwei Telefongespräche. Also zuerst war es der Dr. Winkler. Ja? Ja, der Dr. Winkler, der hat uns also eingeladen oder aufgefordert, wir sollen doch am nächsten Wochenende, also entweder Freitag, Samstag oder Sonntag, sollen wir mit ihm gehen, zu der Weihnachtsschau von der Caritas Sozialis. Da kann man sehr günstig für Weihnachten Geschenke einkaufen. Außerdem ist das für wohltätige Zwecke. Das ist im 9. Bezirk in der Pramergasse 9. 99 ist leicht zu merken. Außerdem ist von 9 bis 18. Das ist wiederum 2 mal 9 von 9 bis 18. Ja, bitte, du nimm uns mit. Ja, also können wir ja alle hingehen. Am Sonntag vielleicht. Sonntag. Freitag. Und das andere, das war der Tommy. Ja, der wollte gerne wissen, wie seine Aktien stehen. Aha. Ja. Und was hast du ihm geantwortet? Na, die Wahrheit, immer nur die Wahrheit. Da fährt man am besten damit. Ich habe ihm gesagt, dass ich mit seinen lieben Eltern über sein Problem gesprochen habe und dass ich das Gefühl habe, dass die lieben Eltern ein gewisses Verständnis zeigen werden. Das war doch korrekt, ne? Ja, 109%. Aber jetzt sag's einmal. Also, warum sind denn die zwei wirklich so schnell weg? Die sind abberufen worden zu ihrem Kind. Was, die Niki hat ein Kind? Nein, kein Kind. Aber nur Geduld, das wird schon kommen. Sie ist ja schon die halbe Mutter von diesem David. Aber was du wieder zusammenredest, gibt's ja überhaupt keinen Anlass, so etwas anzunehmen. Die kennen sich doch ganz kurz. Ja, ihr habt ja nichts gesehen, ihr habt ja nur geredet. Aber ich hab sie beobachtet, die zwei, wie ein Luchs. Aber würdest du uns die Ergebnisse deiner Beobachtungen, deiner Luxerei, Also meine Luxerei gipfelt darin in einer Erkenntnis. Ja? Die Niki ist verliebt, ich weiß nur noch nicht in wen. Ja gut, heute hast du wieder deinen gescheiten Tag, ne? Ich habe nur gescheite Tage. Ich wollte sagen, ich weiß noch nicht, ob sie in den Sohn oder in den Vater verliebt ist. Das wollte ich sagen. Moment, da dämmert mir jetzt etwas... Der Tommy hat mir gestern, bei dem Spaziergang hat mir der Tommy unter anderem auch erzählt, dass vorige Woche, wie hier bei uns, dieses, da war er drüben in der Wohnungsgemeinschaft und da war also auch die Niki und der Dr. Kröner und da ist dem Tommy aufgefallen, dass die Niki sich allerweil geirrt hat. Einmal hat sie zu ihm gesagt, dann also wieder du, dann wieder sie. Hm?
Sollte sich da etwas anspinnen? Okay. Das ist komisch, dass ich eigentlich überhaupt nichts bemerke. Nein, ich auch nicht. Na, weil du überhaupt nichts bemerkst. Du bemerkst nicht, dass dein lieber Gatte der Ernstl Schönheitskönigin in seinem Büro sitzt. Aber was? Statt braven Sekretärinnen, aber, die einfach nichts verlieren. Aber diese Schönheitskönigin hat ganz bestimmt der Heinz engagiert. Und außerdem, wer hat denn dir befohlen, dass du für diese Schönheitskönigin da so ein blödes Schloss an diese Kasse dran machst oder montierst oder was du da gemacht hast. Befohlen hat das niemand. Aha. Ich hab's einfach gemacht. Aus Menschlichkeit. Aber das ist so real. Ja. Wirklich, tun wir gleich die drin. Ja, Herr Heinz, wie schauen denn Sie aus? Haben Sie Kraft? Nein, ich hab nicht Kraft, sondern ich bin einem entzückenden kleinen Menschenkind begegnet. Okay, Menschenkind. Ja, und zwar das in der Art eines putzigen Seidenäffchens, komischerweise auf dem Arm der Niki hockte. Ah, ich weiß schon. Also ein großer schwarzer Knäckler, der war da dabei. Ja, das dürfte sich offenbar um ein Stummel gehandelt haben, weil der hat nämlich die ganze Zeit, wie dieses entzückende Bauxel mir zuerst einmal mit dem Hammer eine auf die Brille gehauen hat und mich dann, wie ich versucht habe, ihm den Hammer zu entwenden, mir die Haare ausgerissen hat, stand der schwarze Lockenkopf nur dabei und hat gegrinst. Was, der hat ihm nicht einmal erwatschen können? Da war keine Rede davon. Was hat denn die Niki gesagt? Die Niki, die war sehr lieb. Die Niki hat gesagt, schick uns die Rechnung für die Reparatur und wenn du eh schon raufgehst, dann kannst du auch gleich den Hammer mitnehmen, hat sie gesagt, die Niki. Verstehen Sie? Also das ist alles. Und reparieren soll ich die Brille? Was soll man denn da noch reparieren? Ich bitte Sie. Das Modell Don Giovanni, 1983. Giovanni ist hinüber. Natürlich, ich dachte, das hilft ein bisschen, aber da liegen die Scherben. Ja. Und tut mir sehr leid, Sie haben viel Pech mit uns. Was kann ich sonst für Sie tun? Sie könnten vielleicht kurzfristig für mich als Blindenhund fungieren. Da bin ich gut. Sie wissen ja, das Los der Kurzsichtigen ist ein trauriges, ohne Brille. Ja, ich habe ihn aber in einer Illustrierten gelesen, dass nur die intelligenten Leute kurzsichtig sind. Schauen Sie mich an. Ach so, ich habe gedacht, das ist weitsichtig. Sie, trotz Ihrer Frechheit, wer ist Sie hineinführen, Kummer? Das ist entzückend von Ihnen, aber bitte vorsichtig, ja? Na, was denn? Na, glauben Sie, ich bin ein Lokomotiv. Kommen schön geradeaus. Wissen Sie, geradeaus. Ja, wer kommt denn da? Der kleine Bub hat dem Herrn Heinz die Brühen kaputt gemacht. Jetzt sieht er natürlich ein Dreck. Aber das sieht man auch nichts. Du lieber, kommen Sie, setz Sie hin. Bitte? Nein, nicht da hinein. Da sitze ich. Kommen Sie hier. Ne, Frau, übernehmen Sie den blinden Hund. Ja, mache ich. Bin der blinde Hund. Grüß Gott, ich bin was ist denn passiert? Erzählen Sie. Ohne Brille. Was passiert ist? Ich verstehe auch nicht, was passiert ist. Ich weiß nur, dass zwei erwachsene Menschen, nämlich die Niki und der Schwarzgeschnäckelte, die standen dabei und haben lächelnd zugeschaut, wie mir das, der Kleine mit dem Hammer die Brille zerschmettert hat und anschließend versucht hat zu skalpieren. Ich meine, so schaut offenbar die anti-autoritäre Erziehung aus. Ich muss mich ernsthaft fragen, ob ich dieses Haus noch je betreten darf, ohne wirklich bleibende gesundheitliche Schäden davon zu tragen. Das letzte Mal hat man die Sockel der Schlüsselbein zertrümmert und heute das Bauchsel die Brille. Von den seelischen Schmerzen, die mir hier zugefügt wurden, möchte ich ja gar nicht reden. Also womit dürfen wir Sie denn laben? Bitte mit sehr vielen, sehr guten Sachen. Als Trost für alles, was mir widerfuhr. Das bin ich ja nur gekommen, um den Reserveschlüssel fürs Büro zu holen, weil mich der geschätzte Zompagnon in seiner Aufregung unsere vergessen hat. Jetzt habe ich eine Freudenbotschaft für Sie. Lieber Heinz, lieber Herr Heinz, also dass ich Ihnen erzähle, die neue, diese fesche neue, diese sehr fesche, die hat den Schlüssel gesucht. Nicht? Hat die nicht gefunden? Das ist ja unsere Hand. Natürlich, das ist Ihre Handkasse. Moment, jetzt schauen Sie nur nach, ob auch alles drinnen ist. Alles ist so viel. Bitte, wenn Sie so lieb sind, ich sehe das nicht so. Die Briefmarken, die hätte ich nämlich gebraucht heute für... Dann hat er den Brünn, da hat der Kleine meinen Hammer... Das ist ein Wie bei uns in der Wohnung. Das auf einmal losgestürmt wie der Wahnsinn. Ja, aber das ist ein kleiner Wüter, der gehört ja eigentlich hinzu, wenn man es genau nimmt. Käfig. Wir wollten den großziehen.
Keine Ahnung. Der Herr Heinz hat mir wirklich lauter, weil einmal hab ich ihn mit einem Karateschlag erwischt. Da hat er sich die Schulter ausgekegelt. Da war er sehr traurig und ist sehr auf mich losgegangen. Und jetzt passiert ihm das mit der Brühen und dazu eine teure Brühen. Eine teure Brühen. Ein Giovanni-Modell hat er. Was das passt zu ihm. Ein Giovanni-Modell. Ja, weil er so eitel ist, muss er ein Giovanni-Modell haben. Ja, aber der Kleine ist ja wirklich ein Ungetüm. Den müssten wir jetzt langsam erziehen, glauben Sie nicht? Ja. Na, wenn die Nicke sich den anheiraten, dann patsch, der kriegt den Ungetüm. Was sag mal, was reden Sie da? Ist da keine Gefahr? Nein, ich weiß.